Aeroprontoline, der heißeste One-to-One-Service Deutschlands. Drücke jetzt die 1, wenn dir ein Girl gefällt. Hallo, ich sitze hier mit einer Tasse Kakao und warte, dass du mir die Sahne bringst. Oh Gott! Ja, hallo, hier ist die Katharina und wer ist da? Gritschi. Hallo. Hallihallo, du da? Sag mir, was suchst du auf der Line? Ich hätte da eine Riesenidee. Erzähl Warum sie wollen mir. Wir nicht knaddeln? Bitte? Warum wollen wir nicht knaddeln? Ja? Alles in Ordnung mit dir? Mit mir ja und mit dir? Einsame Spitze, Baby. Ja, klasse. Willst du nicht die Schubkarre ausprobieren oder den Sprung vom Ofen oder die chinesische Knaddelschaukel? Sag mal, wie alt bist denn du? Nennen Sie mich Richie. Ja, Richie, wie alt bist denn du? Ich werde nie vergessen, wie ich dich das erste Mal gesehen habe. Ich habe gewusst, ich muss dich haben. Gleich hier und jetzt. Ist es dir vielleicht genauso gegangen? Ja, was möchtest du denn machen? Komm, hör auf, muss ich jetzt wirklich noch zweimal fragen? Bitte? Komm, hör auf, muss ich jetzt wirklich noch zweimal fragen? Ich liege jetzt hier ganz bequem auf meiner Couch und höre mir an, was du mir zu erzählen hast. Aber was soll das bedeuten, Basil? Ja, ich habe eigentlich nur einen weißen BH an, einen Tanga und Strümpfe. Okay, na dann ziehe ich mir jetzt einen scharfen Streifen rein. Na klar hätte ich da Lust so, einen heißen Streifen mit dir anzuschauen. Oh nein, nein, ich bin Engländer. Ja und? Wir sind doch erst beim Kapitel 11 im Kamasutra. Willst du nicht die Schubkarre ausprobieren oder den Sprung vom Ofen oder die chinesische Knaddelschaukel? Tut mir leid, die kenne ich nicht, erklär sie mir. Also mit mir schaffst du auch eine volle Stunde, aber man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? Bist du sicher, dass du mit mir eine volle Stunde schaffst? Nur in deinen Träumen. Na. Aufhören! Schluss aus! Ich halte es nicht mehr aus! Schon fertig? Sag, ich hab's mit dir getrieben! Hemmungslos getrieben, Baby! Yeah! Sag mal, von wo aus rufst denn du an? Hallihallo, du da? Bitte? Komm, hör auf! Muss ich jetzt wirklich noch zweimal fragen? Ja, frag doch, ich stehe da drauf. Mann, Baby, du siehst voll knaddelig aus, yeah! Ich bin 1,75, 63 Kilo schwer, langes rot-blondes Haar, blau-grüne Augen. Ich hoffe, dass ich das eben nicht laut gesagt habe. Du kannst etwas lauter reden, du kommst hier unheimlich dünn rein. Ich halte es nicht mehr aus. Sag mal, was machst du da? Ich kann dir das genau sagen, ich mache gerade ein Movie-Phone, ist 104.6 RTL, mein Name ist Arno und du hast gerade mit Austin Powers telefoniert. Ja, klasse, tschüss. Das original verrückte Telefon. Morgen nur bei Arno und der Morgencrew. Berlins lustigster Morgen.